Tokio. Euer Fanreporter Philipp ist im Rahmen der Wohnzimmermomente in Schwerin angekommen. Und zwar im Heimatruderclub von Hannes Ozig, dem Schlagmann von unserem Deutschlandachter. Ich werde hier seine Lieblingsmenschen treffen, wichtige Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter. Seine Mutter zum Beispiel ist dabei. Und wir gucken den Wettkampf zusammen. Denn heute steht an, das Finale für den Achter. Ich selber werde mich auch im Rudern probieren. Mal sehen, was ich so bringen kann. Vielleicht kann ich ja übersetzen zu diesem wunderschönen Märchenschloss im Hintergrund. Vielleicht gehe ich auch nur baden. Wer weiß, ich freue mich sehr und euch wünsche ich viel Spaß. Ich darf es gleich aufs Wasser raus. Worauf muss ich achten, Martina? Die Skulls immer schön auf einer Höhe halten, die Hände übereinander, nicht auseinander gehen, dann fängt das Boot an zu wackeln. Kai, was ist noch wichtig? Ganz wichtig, Spaß haben, nicht verkrampfen und keine Angst vorm Wasser haben. Genau, wenn du jetzt so ein ganz bisschen die rechte und die linke Hand bewegst, dann merkst du, wie das Boot rechts und links. Sieht von außen so einfach aus und es ist so hart, allein das Gleichgewicht zu halten. Ich sag's euch, jetzt geht's aber mal richtig los. Ich fahr jetzt raus, rüber zum Schloss. Den richtigen Blick hat er. So guckt man so kurz vorm Start. Beim WM-Finale oder so wie heute Olympia. Attention, ready, go. Jawohl! Mit diesem Anblick ist Hannes hier rudernd groß geworden, ist das richtig? Genau. Also er hat hier 2004 mit dem Rudern angefangen, war vorher so ein bisschen in anderen Sportarten unterwegs, hat sich in Leichtathletik versucht, im Triathlon versucht und kam dann durch einen guten Freund von uns hier zur Schweriner Rudergesellschaft und hat also von Anfang an Feuer gefangen. Hannes ist ja sehr ehrgeizig, ist Welt- und Europameister, in Rio gab es die Silberne. Zählt jetzt nur Gold? Was meinst du? Ich glaube ja. Jetzt mit den vielen Erfolgen, mit den vielen Weltmeistertiteln und bereits der Silbermedaille in Rio ist natürlich das große Ziel die Goldmedaille. Ich habe hier das 2020-Heft und da ist natürlich der Deutschlandachter prominent drin und da steht ein Zitat drin. Hannes Ozig gibt dem Deutschlandachter seit Jahren als Schlagmann den Rhythmus vor. Ist er ein Taktgeber auch sonst? Ist er ja ein Alpha-Tier? Ja, also in sportlicher Hinsicht auf jeden Fall, der also auch Niederlagen ganz gut wegstecken kann und ganz, ganz gezielt dann wieder nach vorne guckt. Guck mal, da ist Wasser in dem Boot drin. Ich glaube, das hat jemand angebohrt. Die wollten mich versenken. Dann, ich krieg einen Lappen, für was muss ich? Ich bin noch lange nicht fertig, sagt er. Was passiert jetzt damit? Willst du das Boot noch putzen? Ja, ich nicht. Du hast es ja dreckig gemacht und deswegen als Ruderer muss man danach nochmal das Boot schön sauber machen, trocken machen, damit das Holz auch weiterhin gepflegt wird. Ich gebe dir mal die Ente. Jetzt schaut euch mal an, wie lang so ein Deutschlandachter ist. Hallo, kommt her! Ich zähle mal die Schritte ab jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und ein halber. 17,5 Meter. Hier ist der Hannes mit dem Deutschlandachter. Natürlich, er hängt hier im ganzen Kraftraum an den Wänden, im ganzen Club eigentlich an den Wänden. Und ich finde es ziemlich beeindruckend. Deswegen möchte ich mich auch ein bisschen fit machen jetzt. Es wird trainiert. Jetzt ziehst du mal nach hinten, du bewegst die Knie, drückst du durch und die Arme beugst du an. Genau. Und zieh schön zur Brust hoch. Sehr schön. Versuch mal, ob du auf 1,50. Ah, sieht gut aus. Ah, komm. Das schaffst du. Komm, bleib dran. Unter 2 Minuten. Sehr gut. Ja. Ja, genau. Das ist der Moment, Philipp, den Hannes sich nicht erlauben kann, während des Rennens aufzuhören. Sieht ziemlich blöd aus, glaube ich, Hannes. Macht das bloß nicht. Leute, macht euch auf was gefasst. Exklusivste Einblicke in Hannes Ozigs Jugend, denn seine Mutter Martina hat das Fotoalbum rausgekramt. Guck mal, er hätte auch eine Modelkarriere machen können, finde ich. Ja, durchaus, ja. Also, er ist sehr fotogen. Er weiß sich auch gut in Szene zu setzen.
Er war also als Kind teilweise doch etwas fülliger und manche meinten, also das hat sich dann also mit seiner Figur auch erledigt. Also er wird auf ewig immer ein Moppel bleiben. Aber irgendwie hat sich das dann doch noch verwachsen. Ich bin so beruhigt, dass auch Moppeln zu Spitzensportlern werden können, muss ich an dieser Stelle wirklich mal sagen. Ich bin bei der Schweriner Rudergesellschaft und der harte Kern ist hinter mir versammelt, um den Wettkampf vom Deutschlandachter heute jetzt gleich zu sehen. Hannes Ozig entstammt diesem Verein, der Schlagmann des Deutschlandachter, und wir sind sehr, sehr, sehr gespannt. Hannes, du hast es ins deutsche Paradegebot geschafft. Das alleine ist eine Leistung für sich. Aber ihr habt gerade ein Hammerrennen Silber gewonnen. Ich glaube, das brauchen wir nicht sagen, wie stolz wir auf dich sind. Hannes, das war super geil. So ein spannendes Rennen. Alle Boote auf einer Klasse und ihr habt es richtig, richtig gut gemacht. Silber gewonnen, nicht Gold verloren. Die Neuseeländer waren halt besser, aber ihr wart super drauf und wir freuen uns. Ein bisschen auch erleichtert, dass es vorbei ist. Die letzten Stunden, Tage waren nicht auszuhalten. Lieber Hannes, wir sind total stolz auf dich, ich ganz besonders. Ihr habt wieder Silber gewonnen. Wir haben mitgefiebert, wir haben euch angefeuert. Neuseeland war heute besser und komm heil wieder in die Heimat und dann wirst du ganz doll gedrückt von mir. Vielen Dank für eure tollen Worte. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Wir werden diese Silbermedaille, die wir heute gewonnen haben, wirklich zelebrieren, genießen und feiern. Liebe Grüße in die Heimat. Vielen Dank für eure Unterstützung und wir sehen uns. Die Überraschung an Hannes Ozig ist, würde ich sagen, geglückt. Ganz starker Wettkampf. Und ich mache mich auf zum nächsten Wohnzimmermoment, denn es wird schon wieder hell. Wir sehen uns.